Okay, also es gab die Kommentare und das waren auf jeden Fall über 50. Und wenn man das damit nimmt, dann muss man ja das da hochnehmen. Das. Ja. What the fuck? Moin moin Leute und herzlich willkommen zu der kleinen Gewinnspielauflösung. Ich bin der Decomfus Brain und ihr wollt mit Sicherheit einfach nur ganz fix mitbekommen, wer bei dem Gewinnspiel gewonnen hat und Yo-Kai Watch bald in seinen Händen halten darf. Und deswegen machen wir jetzt... Tada! Diese beiden Leutchen haben gewonnen. Das ist einmal ein Mädchen und einmal ein Männchen. Und ich lese die Kommentare einmal fix vor. Einmal war das die Hero Cat. Spiele gerade die Demo und muss sagen, dass das Spiel wirklich sehr gut ist. Das Kampfmenü ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber man kommt relativ gut rein, wenn man sich etwas Zeit lässt. Das Spiel erinnert mich am Anfang etwas an Pokémon, wenn ich ehrlich bin. Aber ich finde die deutsche Synchro ziemlich gut gemacht, wenn ich das so an andere Spiele denke. Das Spiel besitzt eine gute Grafik und man findet, wie ich finde, relativ schnell zurecht. Einige von diesen Yokais sehen richtig süß aus und ich finde, man hat viel Platz. Die Demo ist aber echt gut gemacht. Das Spiel ist echt fesselnd. Ich musste mich zwar erst an das Kampfsystem mit dem Zielen, Reinigen und so weiter einfinden, aber man gewöhnt sich dran, auch wenn es anfangs mit diesem Rad etwas unübersichtlich ist. Aber es macht Laune, dagegen kann ich mich nicht beschweren. Das mit dem Tippen und Nachziehen der Linie im Kampf erinnert mich etwas an Pokémon Ranger, den dritten Teil. Fand ich übrigens auch. Fand ich aber auch ziemlich gut, denn ich habe Pokémon Ranger richtig gefeiert. Ich finde gut, dass man sich die Umgebung teilweise auch näher ansehen kann und das Spielprinzip ist sehr gut geworden. Denn man konnte die Demo innerhalb von 20 Minuten durchspielen, aber man hatte auch fast 2 Stunden Material, wenn man sich einfach mal alles angeguckt hat. Das fand ich super genial an der Demo. Deswegen nochmal fette Props an euch da draußen, Nintendo und Entwicklerteam. Aber ich kann schon von der Demo keine Finger lassen, auch wenn ich gerade einen Kampf verloren habe. Das kriege ich noch hin. Jedenfalls würde ich gerne dieses Spiel gewinnen. Dieses Hunde-Yokai mit dem Menschengesicht ist ziemlich gruselig, aber die rote Katze ist süß. Den Hunde-Yokai fand ich auch ein bisschen weird, um ehrlich zu sein. Aber alright. Und um zum zweiten und letzten Gewinner zu kommen, Martin Apollo mit einem unglaublich coolen Rick and Morty Avatar. Ich finde zwar nicht, dass Yo-Kai Watch ein Pokémon-Killer sein wird, aber es kommt dem Gefühl der Pokémon-Spiele schon sehr nah, beziehungsweise macht vieles sogar besser. Ich wüsste nicht, dass es außer diesem Spiel noch eine andere wirklich gute Alternative zu Pokémon gäbe. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr noch andere gute Alternativen zu Pokémon kennt. Würde mich sehr interessieren. Vor allem, weil mir das Grafische einfach besser gefällt und ich mir vorstellen kann, dass die Charaktere mehr Tiefe haben werden als der Protagonist in jedem Pokémon-Spiel, welcher nie wirklich einen Hintergrund hat. Habe natürlich die Demo gespielt und was ich spielen durfte, hat mir sehr gefallen. Und ich wäre ehrlich froh, wenn ich mir das komplette Spiel mal geben dürfte. Nun habe ich öfter Pokémon als Yo-Kai Watch verwendet, ich stehe auf RPGs und auf Tomatencat, eher auf Senf. Aber ich habe gehört, da sind Tomaten drin. Nee, egal. Das sollte schon mal ein Grund gewesen sein, warum ich das Spiel bekommen sollte. Herzchen. Meine Damen und Herren, Martin Apollo und Hero Cat, ihr habt gewonnen. Ich hoffe, ihr freut euch, wenn das Spiel bei euch ankommt. Ich habe euch jetzt eine private Nachricht geschickt und das wird dann weitergegeben direkt an Nintendo. Deswegen keine Angst, ich mache mit diesen Daten nichts. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, wo ihr alle wohnt, keine Sorge. Ich hoffe, euch hat das Gewinnspiel gefallen. Falls ja, lasst doch ein Däumchen nach oben da, denn dann kommen bestimmt noch mal ein paar mehr Gewinnspiele, denn ich kann da ja vielleicht etwas aus meinem Ärmel ziehen oder aus meinem Hut oder sonst woher. Und ich hoffe, ihr seid jetzt genauso gehypt, dass dann am Donnerstag oder eben, wenn das Spiel ankommt, ich denke, es kommt am Donnerstag, spätestens am Wochenende, starten wir mit dem Yo-Kai Watch Let's Play. Ich bin unfassbar gehypt, schaut unbedingt bei den anderen Nintendo-Projekten rein. Star Fox Zero ist letztens jetzt an den Start gegangen. The Legend of Zelda A Link Between Worlds gibt's natürlich auch immer noch. Und bald startet auch eine alte Reihe erneut auf dem PC, Corpse Party. Ich bin sehr gespannt und ich hoffe, ihr seid genauso am Start und so freudig wie ich, wie das momentan hier alles abläuft. Und ganz kleiner Shoutout noch am Ende. Ich habe eine ganz große Playlist gemacht von allen Videos, die recht kurz waren. So Einteiler-Videos, wie der Besucher zum Beispiel gestern. Und die Playlist ist hier unten mal verlinkt. Könnt ihr mal reinschauen, vielleicht kennt ihr da einige Videos davon noch nicht, denn das sind, glaube ich, fast 200 an der Zahl. Dann könnt ihr mal reinschauen. Vielleicht ist da ja was dabei für euch. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem anderen Video wieder. Bis dann, euer Brain. Tüdelü mit Ü. Kaprrr.